Ein anderes Thema, was mit Lingen zusammenhängt, was also, ich will nicht sagen skandalöser ist, aber da kommen mehrere Aspekte zusammen. Da ist einmal die Fabrik ADF. Und da hängt Framatom, der französische Atomkonzern, dran. Der hat nun auch auf Druck aus Paris sich um ein Joint Venture bemüht mit Rosatom. Das ist das Atomunternehmen in Russland, das direkt sozusagen dem Kreml untersteht, wo Putin bekanntermaßen das Sagen hat. Putin, der eigentlich nach den Erklärungen mit Boykott, wirtschaftlichen Boykott bedroht werden soll. Nun aber soll bei ADF hergestellt werden, was Atomkraftwerke in nunmehr Ländern, die der NATO beigetreten sind, im Westen sind, aber noch Atomkraftwerke haben, die von Russland gebaut wurden und russische andersförmige Brennelemente brauchen, damit sie betrieben werden können, sollen diese Brennelemente nun bei ADF hergestellt werden, in Kooperation zwischen Framatom und Rosatom. So stelle ich mir Boykott vor. Wenn das Hirn so langsam radioaktiv nicht mehr so richtig arbeitet. Also. Wollt ihr hier die Lunte legen für nuklearen Overkill? Dann erwartet, dass wir schweigen, ergeben und gehorsam still. Dann habt ihr euch tief geschnitten, denn genau das sind wir nicht. Und euch Widerstand zu zeigen, sehen wir als unsere Pflicht. Ein Konsortium will herstellen, was die Erde gar nicht braucht. Framatom und Rosatom wollen, dass man ins Abklingbecken taucht. Und sich nicht darüber aufregt, macht man Geschäfte mit Atom. Schließlich sind ja Framatom und Rosatom auch autonom. Geschäfte sichern ja den Frieden und nur manchmal kriegt man Krieg. Dann braucht man ja nur zu siegen, dass man, was man will, auch kriegt. Bei Rosatom bestimmt nur Putin, der vom Kreml aus regiert, der die Ukraine angriff und den Nachbarn bombardiert. Dafür wollte man ihn ächten, damit er sein Heer abzieht. Manche sehen ihn als Gerechten, der sich nur um Zimmel zieht. Sind es ganz verschiedene Brillen, die so mancher heute trägt und durch die auf diese Welt schaut, Friedens- oder sonst bewegt. Doch Geschäfte sind Geschäfte, die macht man auch mit Uran. Mobilisiert, beschwörend Kräfte, sagt, Putin hat nichts getan. Ein Macron-Putin-Atommodell liefert in die ganze Welt. Von Boykott ist keine Rede, was alleine zählt, ist Geld. Und für Brennstäbe gibt's Kunden, deren Meiler man bestückt. Und die Hersteller und Käufer ignorieren den Krieg beglückt. Ein Joint Venture mit dem Kriegsherrn, ob ihn das auf Frieden stimmt. Wie macht man mit einem Geschäfte, in dessen Hand die Lunte glimmt? Und wer billigt hierzulande, was man eigentlich verbot? Den Boykott so zu umgehen, bleibt wohl von Strafe unbedroht.
Geschäfte sichern ja den Frieden und nur manchmal kriegt man Krieg. Dann braucht man ja nur zu siegen, dass man, was man will, auch kriegt. Kann so jeder hier mit jedem einfach machen, was er will. Sogar kriminelle Sachen und man übergeht es still. Kommt die Mafia aus Russland oder wo auch immer her, wenn sie Arbeitsplätze sichert, interessiert nichts anderes mehr. Putin kriegt bombastisch Ziele frei fürs Anvisieren gestellt. Kann sie atomar bedrohen, wenn er konventionell drauf hält. Wer in Lingen so ein Geschäft genehmigt, ist wohl nicht ganz dicht. Ein Geschäft, das harmlos wäre, das ist es ganz sicher nicht.